Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Terra Rising. Ich bin inzwischen hier bei Episode 3 mit meiner total overskillten Klingentänzerin und es ist 5 nach 8 in der Früh am Feiertag. Fragt mich nicht warum, wüsste ich selber gern. Irgendwie habe ich es nicht geschafft, länger zu schlafen, aber egal. Nutzen wir die Zeit, um einfach ein bisschen zu spielen. So, genau, ich bin hier im Feldlager des Irrsinns. Bin ja endlich raus aus dieser Tutorial-Strecke, mehr oder weniger. Und habe auch schon die erste Story-Quest angenommen. Tierkai säubern, in denen ich Argonen, Morph, Caprin, Wichtel jagen muss. What the fuck? Interessant. Genau. Und hier sind natürlich noch ein paar andere Quests und die werde ich jetzt auch direkt mal annehmen. So. Oh, ich habe vergessen vorzulesen. Moment. Das kann man ja noch nachholen. Hier. Ich überwache unsere Versorgungsroute. Momentan wird das Gebiet im Osten von Argonomorph-Caprin-Wichteln überrannt, was uns teuer zu stehen kommt. Könnt ihr uns helfen? Ja, kann ich. Gut, dass hier wieder Story-Quest und Regionsquest zusammenpassen. Habe ich jetzt nichts dagegen. Wunderbar. Ha, glatt vergessen, dass man hier auch lesen muss. Tierkai steckte immer voller Geheimnisse. Nun sind es gefährliche Geheimnisse, die wir aufdecken müssen, damit wir nicht ausgelöscht werden. Unberechenbare Kerle. Die Argonen sind fort, aber sie haben einiges zurückgelassen. Beispielsweise Naga, vor allem Argonomorph Dagonitre Kreuzritter. Wenn sie nicht so zahlreich wären, kämen wir schneller voran. Und haltet nach Feenausschau, wir haben schon länger keine mehr gesehen. Annehmen. Ah, irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals. Furchtbar. So, und noch die letzte Quest hier, junge Triebe. Da die Argonenpilze ausgedünnt wurden, haben unsere Feensetzlinge eine Chance. Selbst wenn ihr viel beschäftigt seid, könnt ihr mithelfen, Klingentänzerin. Jeder lebende Baum hilft uns bei der Rückgewinnung des Landes. Annehmen. Gut, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, suchen wir mal hier diese Viecher. Wo sind die? Die sind da, okay, und hier pflanzt feensetzlich im Sporenemissionsbereich im Weißforstwald. Da weiß ich gerade überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ah, okay, da ist was in der Karte. Ja gut, dann schauen wir erstmal hier in diese Richtung. So. Und würde man sagen, dann hauen wir halt mal so ein paar Viecher. So. Wunderbar. Oh, ich muss gerade mal noch einen Schluck trinken. Ah, vielleicht hilft es ja irgendwas gegen den Frosch im Hals. So. Das sind ganz schön viele hier auf einmal. Kettenfähigkeiten sind echt genial. Die finde ich super. So.
Und wenn die hinhauen, die Kettenfähigkeiten, braucht man sich auch keine allzu großen Sorgen um LP-Verlust machen, weil, ja, die kriegt man einfach wieder. Sofern man die Gegner trifft, natürlich. Direkt der nächste angekommen. So. Ja, wunderbar. Also geht gut ab. Viecher sind Level 59. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man normalerweise mit einem Level drunter, unter dem Gegnerlevel, nur bedingt Chancen hat. Also im Normalfall ist es so. Aber gut, bei der Klasse hier scheint es anders zu sein. Weil sie halt tatsächlich extrem overskilled ist. Allein wie schnell man hier die Gegner fertig macht, ist absoluter Wahnsinn. Also ich finde es super geil. Auch wenn ich es ein bisschen unfair finde gegenüber denen, die jetzt tatsächlich schon lange spielen und ihre Charaktere wirklich selbst gelevelt haben etc. Es ist schon ein klein wenig fies. Schauen wir mal, ich müsste ja hier irgendwie so ein Dings haben. Gefäß der Göttin, nein. Hier. Pflanzt Feensetzlinge im Sporenemissionsbereich im Weißfrostwald. Hier quasi. Ah, Tatsache. So. Befindet sich im Abkling-Dings. Und noch der letzte Baum. Ja, wunderbar. Schau mal, ob ich schon irgendeine Ausrüstung habe, die besser ist als die aktuelle. Nein. Wunderbar, dann nochmal kurz zurück ins Lager. Die Quests abgeben und dann kann ich auch schon direkt weitermachen. Und habe hier auch schon wieder eine neue Quest. Giftpilze. Diese großen Pilze, die ihr seht, enthalten Verseuchungssporen. Das ist Teil des Verseuchungsplans der Argonen. Sie sind erstaunlich zäh, aber Sprengstoff hat sich als effektiv erwiesen. Ja, Sprengstoff ist meistens effektiv. Daher gebe ich euch welchen mit. Wenn euch die Bomben ausgehen, fragt doch die Ostwache, ob ihr helfen könnt. Annehmen. Gut, gut. Da haben wir wieder neue Gegner, da haben wir auch wieder neue Gegner. Okay. Dann machen wir erstmal hier diese Viecher hier fertig. Ah. So. Dann. Hallo, keine Ahnung. Dingsvieh. So.
ist natürlich super, wenn die Attacke den Gegner nicht trifft, weil man über ihn wegspringt. Ja, ja, bin schon fertig, ist schon... So. Gut, ist, ja, besonders schwierig sind die jetzt auch nicht. Was ist das denn? Schaut aus wie eine Kartoffel. Eine Luria-Pflanze ist sehr interessant. Schauen wir mal, was es mit der dann auf sich hat. Vielleicht kann ich die ja sammeln. Ja, tatsächlich, die kann ich sammeln. Gescheitert und Stufe 1 erreicht. Hä? Es gibt einen Punkteverbrauch fürs Sammeln. Okay. Interessant. Nee, wird auch nichts. Es kann nichts werden. Wo sind die Typen? Hier. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. So macht man das. Einen noch für die Story-Quest. Und dann brauche ich noch drei weitere. Um damit die den Regionsquest abzuschließen. So, da la. Was zum Teufel war das gerade für eine Kamerafahrt? So. Herausragende Beute, jawohl. Ah, okay, und da sind diese komischen Pilze. So. Ich finde es auch sehr interessant, dass jetzt hier tatsächlich neue Gegnertypen da sind. Also das. Also. Diese Viecher, die ich jetzt hier gerade fertig gemacht habe, diese Ergonomorph-Caprin-Wichtel, die kannte ich bisher noch gar nicht. Also die schauen nach komplett neuen Gegnertypen aus. Habe ich jetzt auch kein Problem damit. Aber ich bin überrascht. Weil normalerweise werden hier so Gegnertypen ja doch relativ stark recycelt, sage ich jetzt mal. Und jawohl, ja, wenn man den Gegner auch trifft, ist man meistens nicht schwer zu besiegen. Du hast mich jetzt nicht gesehen, doch. Gut, dann muss ich dich hauen dafür. So. Und Pilze, ah ja, die spawnen auch sehr schnell wieder. Wunderbar. Das ist hervorragend. So. Dann haben wir hier diese Dinger. Und diese Dinger.
Ja, die werden mir schon auffallen, wenn ich sie sehe. Ach so, der wird schon gehauen. Ah ja, das ist so ein Ding, das ich kaputt machen muss. Das hier ist so eine Bombe. Schön. Einfach mal kaputt machen. Ach so, hat eine Abklingzeit. So, dann machen wir halt in der Zwischenzeit einen so viel fertig. So. Ich glaube, man hört es recht gut. Ich bin echt verdammt müde. Immer noch. Und jetzt habe ich keine Bomben mehr für dieses Gedöns. Was ich jetzt gerade nur bedingt toll finde. Aber da war ja irgendwie auch schon die Rede davon, dass ich mich an irgendjemand anderen wenden muss. Wenn es ist. Ostwache war was, genau. Cool wäre jetzt noch eine Möglichkeit, die eine Fähigkeit, die Abklingzeit für die einzelnen Fertigkeiten ein bisschen beschleunigen wird. Weil es geht zwar ganz gut, aber wenn man nicht mit der ersten Combo quasi durch ist, mit einem Gegner, quasi jetzt, dann ist man halt überall erstmal noch in der Abklingzeit. Genau. Die Abklingzeiten sind meistens nicht relativ nicht lang, was auch gut so ist. Mann, was ist denn heute los? Ist hier zum Kotzen. Aber sie sind halt doch vorhanden und stören irgendwie doch dann ein bisschen so den Spielfluss oder zumindest die Kombos halt. Weil doch diese Selbstheilungsfähigkeit, sage ich jetzt mal, kann man auch relativ lang gegen Gegner kämpfen, ohne jetzt irgendwie mal ein Feuer aufsuchen zu müssen. Also irgendwas, wo man sich heilen muss. Zwei davon brauche ich noch. Ach so. Ah, wegen Sprengstoff. Totaler Blödsinn. Braucht kein Mensch. Dinger macht man einfach so fertig. So, schauen wir mal. Machen wir einfach mal direkt mehrere von denen gleichzeitig. Okay. Wunderbar. Draufhauen. Heilen. Okay. Auch vier von denen gleichzeitig sind jetzt keine wirkliche Herausforderung.
zwar relativ viel Space-Gebäsche, aber ist jetzt auch ohne Probleme zu machen. So, hier kann ich eine Quest abgeben. Ein neuer Tag, ein neuer Jungspund. Ein neuer Tag, ein neuer Jungspund. Ja, nein, aber dir will ich... Haha, stopp. Nee, dir will ich die Quest noch gar nicht geben. Ich will erst nochmal zurück ins Lager des Irrsinns. Und, dort die Quests abgeben. Das kommt mir nämlich gerade so vor, als müsste ich da nicht nochmal hin. Zumindest nicht so schnell. Und deswegen gebe ich jetzt erst da die Quests ab. Und dann nehme ich da unten die neuen an. Bisschen Ordnung muss sein, auch in so einem Spiel. Und deswegen befinde ich das jetzt für eine gute Lösung. So, da la, wunderbar. Kann ich helfen? Danke, Kavatar. Wir haben Feensetzlinge aus dem Feendickicht geholt, um gegen diese Argonenverseuchung vorzugehen. Ich hätte es bedauert, sie zu verlieren. Danke. So. Die Feen leiden entsetzlich. Daraus kann ich Reinigungsorbs herstellen. Ich weiß es zu schätzen. Schon wieder mit dir sprechen. Wo ist das alte Tier Kai? Die Argonen haben... Was? Achso. Willkommen. Tier Kai säubern. Der See von Tier Kai spendet hier den Großteil des Frischwassers, das eigentlich gar nicht so frisch ist. Ich werde weitere Orbs herstellen, mit denen ihr das beseitigt, was das Wasser verseucht. Dann wäre da noch etwas. Was denn? Wenn ihr euch um den See gekümmert habt, geht zu Sheniel, der Anführerin der Feen. Wir werden jede Hilfe brauchen können, wenn wir das Werk der Argonen wieder gut machen wollen. Das geht schon klar. Ja, richtig. Wird schon funktionieren. So, wo muss ich da hin? Darunter wusste ich's doch. Ja. Dann, werde ich jetzt hier wieder... falsche Richtung. In dieses Lager reiten, dort die Nebenquest abgeben. Und anschließend runter zum Teich des Verderbens schauen. So. Schauen wir mal. Teilweise sind hier diese Strecken, die man so reitet, echt lang. Also das hier geht jetzt noch. Aber es hat auch tatsächlich schon... Dings gegeben, wo ich, keine Ahnung, fast eine halbe Stunde gefühlt unterwegs war. Das Wort aufgeben kenne ich nicht. Ja. Wir haben die Möglichkeit, diesen Wald zu retten. Und was wir hier lernen, werden wir nutzen, um mehr Land von den Argonen zurückzuerobern. Wenn wir lange genug leben. Angeblich sind die Argonen fort, aber hier wimmelt es von ihren Hinterlassenschaften. Daher konnten wir die Setzlinge noch nicht einpflanzen, die uns die Feen aus dem Feendickicht geschickt haben. Wir können uns gerade mal so beschützen. Danke. Das mache ich nicht zum ersten Mal. Interessant. So, gut, gut. Rasende Feen. Die Baumpflanzungen drüben im Feld der steinernen Pilze verliefen gut, bis wir auf Argonenfeen trafen. Ja, das habe ich gesagt. Argonomorphfeen. Ah ja. Es wird immer schlimmer. Ihr müsst sie vernichten. Annehmen. Ja, ich muss alles vernichten. Völlig logisch. Um das geht's in dem Spiel, mehr oder weniger. Das ist schon ein harter Ort, was? Seltsam, gefährlich und hart. Nieder mit den Bäumen. Ist euch aufgefallen, dass die Feensetzlinge die Kreaturen der Argonen zu stören scheinen? Ich glaube, die Feenmagie wirkt auf sie irgendwie giftig. Wollten die Argonen aus diesem Grund das Feendickicht zerstören? Ich mache mir Sorgen, dass die Argonomorph-Gula sie ausreißen werden. Vielleicht könntet ihr euch vorher um die Gula kümmern. Geht danach zu Rosaline in die Forschungsstation Pesthauch. Annehmen. Ja. Dann. Machen wir das doch mal. Feen klingen jetzt nur so bedingt schwierig. Ah ja. Dann hier runter zu diesem Schutzstein und auf dem Weg dahin werde ich die Feen treffen.
Da sind sie eh schon. Gleich die nächste. Nehmen wir die auch direkt mit. Naja, es ist alles nicht so schwierig. Kann man das einsammeln? Ja, kann man. Ist zwar nicht von mir, was ich da gerade einsammle, aber da bin ich schmerzbefreit. Was in der Gegend rumliegt und wenn niemand mehr in der Gegend ist, der es irgendwie aufsammeln könnte, außer mir, dann sammle ich auch auf. Also, da kenne ich nichts, weil jede Ressource, die ich habe, bringt mich weiter. Und wenn es nur finanziell ist. So. Und direkt wieder die nächste mitgenommen. So, jetzt komm, hopp. Schön. Da haben wir auch schon wieder die nächsten Feen. Wieder im Doppelpack. Sag mal, bin ich echt so müde, dass ich hier jetzt nicht mal die Viecher richtig treffe? Kann doch nicht sein, oder? Nicht springen, kämpfen. Bist hinter mir, was soll denn das? Du bist wieder da. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt echt zu einfach nur zu müde bin. Oder ob die Viecher hier wirklich so schwierig zu treffen sind. Ich schätze ja immer noch, dass ich einfach doch zu wenig geschlafen habe. Aber was will man machen, wenn man nicht, nicht weiter schlafen kann? Bleibt dann mir nichts anderes übrig, als irgendwie aufzustehen und zu zocken. Eh klar. So, wunderbar. Dann habe ich hier diesen Schutzstein des verseuchten Sees und schon wieder eine Fee am Nacken. Na bitte. Damit interagieren. Verseuchte Leichen finden. Die liegen hier auch einfach in der Gegend rum. Es ist ein Leichnam. Leichnam. Und kein besonders frischer. Okay. Diese Leiche sieht irgendwie seltsam aus. Nicht nur tot, sondern auch falsch. Ob sie den See verseucht? Mit Hilfe eines Orbs könnt ihr es herausfinden. Benutzt den Reinigungsorb. Ah. Das war's? Okay. Das war jetzt eher nicht schwierig. Da haben wir noch so eine. Ein Leichnam, schon lange tot. Ihr benutzt einen Orb und entfernt jegliche Argonenverseuchung von der Leiche. Benutzt den Reinigungsorb. So. Ein Leichnam, bereits seit einiger Zeit tot. Hm.
Diese Leiche ist irgendwie verseucht und könnte den See verpesten. Vielleicht solltet ihr ein Orb benutzen. Benutzt den Reinigungsorb. Ja, schön. Habe ich getan. Wunderbar. Dann werde ich jetzt kurz hier zurück zur Ostwache reiten. Da die beiden Quests schon mal abgeben. Und anschließend mich um Dingens kümmern. Um diese Gulas, die dann da im Westen warten. Die Feen sterben. Hilfe ist auf dem Weg, aber wird sie rechtzeitig eintreffen? Der See wird wieder sauber sein, wenn das doch alles wäre. Unsere Lebensbäume sterben. Wir werden mit ihnen sterben, und zwar bald. Vielleicht war es kein Zufall, dass Yasring euch jetzt schickt, da ihr helfen könnt. Wenn ihr bereit seid, bringt euch Shemi zu den Bäumen. Ich bin bereit. Bittet Shemi, euch die Bäume zu zeigen. Hallo. Ein starker Körper bleibt euch treu. Ja, richtig. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Seht nur, wie all diese Leute arbeiten, um das Leben zurückzubringen. Echtes Leben, nicht Agonenleben. Ich kann dort nicht hingehen, es euch aber zeigen. Seht genau hin. Sie sind genau... Wie bitte? Geht zu den Bäumen. Okay. Und du noch? Ein neuer Tag, ein neuer Jungsbund. Ich verabscheue die Agonen, aber wenn ich sehe, was sie den Feen angetan haben, dann hasse ich sie noch mehr. Danke, Kapatar. Es ist eine Ehre, euch zu dienen. So ist es. Lebensbaum. Wo ist der? Da unten. Okay. Dann reite ich jetzt mal hier in diese Richtung. Da kommen ja dann diese Gulas daher. Schauen wir mal, wo die sind. Wir müssten hier jetzt dann gleich auftauchen. Ja, da haben wir einen. Okay, das ist ein wiederverwerteter Charakter. Also die Attacke ist geil. Sogar mit angepasster Kameraführung, damit sie noch stylischer wirkt. Oh, was war das denn? Ja, sehr geil. Jawohl, und einfach draufhauen. Schön, nochmal und fertig. Ja. Wie gesagt, total overskilled oder die Gegner total unterskilled. Ich bin mir da noch nicht so wirklich sicher. Aber ich tippe mal eher auf Ersteres. Zumal ich halt wirklich die Erfahrung gemacht habe. Also gerade so Viecher wie jetzt hier die Gula. Die sind im Normalfall mit einem Level höher als man selbst ist. Wirklich nicht einfach zu besiegen. Ist einfach nicht drin im Normalfall. Oder schon drin, aber echt schwierig. Und ja. Ist halt jetzt so. Macht aber halt auch echt Spaß, der Charakter. So. Und den hier auch noch. Komm. Die lassen auch echt viele Items fallen. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also definitiv nicht.
So. Wunderbar. Und dann nehmen wir jetzt hier noch den letzten mit und dann gehen wir mal zum Lebensbaum. Danke für die Heilung. Danke fürs Gold. So. Auf geht's zum Lebensbaum. Die Bäume sind gleich da vorne. Verwendet den Reinigungsorb, um die Bäume wieder zu beleben. Ach so, das war's. Das hat ja jetzt nicht lang gedauert. Jetzt schaut er wieder aus wie vorher. Total kaputt. Ach ja. Wunderbar. Was zum Teufel geht denn da schon wieder hier ab? Im Chat, meine ich. Es ist, hallo, es ist 20 vor 9 in der Früh. Und die reden von 10 Käse bei alten Leuten. Uah. Also, git. So. Da die Bäume wiederhergestellt sind, ruht der Schatten des Todes nicht länger auf uns. Rosaline in der Forschungsstation Pesthauch glaubt, dass die Feen beim Wiederaufbau von Tirkai helfen werden. In Ordnung. Sagt Rosaline in der Forschungsstation Pesthauch, dass die Feen wieder in Aktion getreten sind. Yay, back in business. So. Nicht wundern, dass ich kurz den Chat offen hatte. Das ist so quasi nicht ganz Autopilot, aber so kann ich reiten, ohne irgendwas auf die Tastatur drücken zu müssen, was sehr praktisch ist. Und kann es gerade mal eben nutzen, um was zu trinken. So. Wunderbar. Oh, eine Frage zum Raper. Interessant. Schön. Ja, wunderbar. Und da gibt's auch gleich wieder jede Menge tolle neue Quests und ein Lagerfeuer, an dem ich mich ausruhen kann. Wo ist der Storytyp hier? Ist mir eine Ehre. Zuerst werden wir all die schrecklichen Dinge los, die Diagonen zurückgelassen haben, und dann geht's an die Arbeit. Ich habe nie behauptet, dass es einfach wäre. Nieder mit den Bäumen. Weniger Gula bedeutet mehr Bäume. Gut gemacht, Kavatar. Bleibt noch eine Weile hier, wir können euch gut gebrauchen. Danke. Gute Arbeit, Kavatar. Mit der Hilfe der Feen beim Säubern des Landes wird Diagonenverseuchung bald der Vergangenheit angehören. Erstattet Verge beim Pfadfinderposten Bericht über all das, was ihr hier draußen geleistet habt. Bin schon unterwegs. Okay? Kann ich helfen? Wendigo-Gräuel. Ihr habt gesehen, was Diagonen zurückgelassen haben. Halbtransformierte Schrecken aus einem Albtraum entsprungen. Südlich von hier befindet sich ein alter Argonenposten voller halbargonischer Wendigos. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch um sie kümmern könntet. Logisch, mache ich. Wendigo, Vectigo. Ah ja. Warum sind diese Monstrositäten nicht zusammen mit den Argonen, die sie geschaffen haben, verschwunden? Gibt es dafür einen strategischen Grund? Irgendwo beim Schildemitter des Argonenschilds haust ein Wendigo, der das Rudel anführt. Man nennt ihn Erfischer. Stellt fest, ob er irgendwelche Befehle bei sich hat. Annehmen. Okay. Mach mal. Braucht ihr Hilfe?
Ja, du kannst mir sagen, was ich tun soll. So. Dieser Ort ist der Traum eines jeden Forschers. Wenn man ein langes Leben möchte, ist es natürlich eher ein Albtraum. Ah ja, Schildfragmente. Einige der Wendigos in der Nähe des Schildemitters im Süden führen Emitterfragmente mit sich. Wenn ihr genug davon einsammelt, werde ich versuchen, einen Schildemitter zu bauen, um einen Teil der Argonenverseuchung abzuwehren. Annehmen. Wunderbar. Ja. Ja, ja. So. Als ich das erste Mal herkam, war nirgends eine Argone zu sehen. Jetzt waren sie hier und sind wieder fort. Und morgen? Ich rate lieber nicht. Fortdauernde Wut. Unser Späher hatte etwas wie Wendigo-Wüter am Schildemitter südlich von hier gesichtet. Die Argonen müssen sie für uns zurückgelassen haben. Falls ihr diesen Weg nehmt, könnt ihr sie vielleicht etwas entmutigen und uns dann Bericht erstatten. Annehmen. Okay. Sollte kein Problem sein. So. Laden wir hier jetzt nochmal kurz die Ausdauer auf, dann kann ich jetzt... stopp. Hier. Auch nochmal kurz schauen, ob es irgendwas gibt, was ich jetzt an toller neuer Rüstung habe. Was ich anlegen kann. Schaut ihr nicht danach aus? Ne. Habe ich auch nichts dazu. Was ist das hier? Achso, okay. Teleportiert euch zum Pfadfinderposten. Okay, cool. So, wunderbar. Ja, richtig. Pfadfinderposten. Wo ist denn der? Ach, da oben. Oh. Okay. Das ist eine Stadt. So, verseuchter Wendigo. Herr Fischer da unten. Okay. Anders gesagt, wenn ich da einmal quasi die Runde einmal so rumdrehe, dann nehme ich alles mit, was es mitzunehmen gibt. Verseuchter Wendigo, hallo! Haltet Ächtung. gut. Ist im Normalfall, glaube ich, nicht so toll. Was ist das? Ach ja. So. Ah ja. Habe ich gleich zwei mitgenommen. Auch egal. Dann geht das Ganze nur ein bisschen schneller. Gräbst du dich irgendwo ein? Was soll denn das? Das ist ja voll unfair. So, nehmen wir da auch gleich wieder zwei mit. Hervorragend. Hat er sich jetzt echt eingegraben und mich getroffen? Hat aber jetzt nicht wirklich was ausgemacht. Noch irgendwo eine schöne kleine Zweiergruppe. Da hinten, ja. Nee. Ach so, das hier sind schon wieder andere. Tatsache, die schauen anders aus. Können aber auch nichts. Ja.
So, wunderbar. Schön, schön, schön. Hervorragend. So, komm mit. Komm mit. Komm mit. Ja, okay. 3 von denen gleichzeitig sind überhaupt gar kein Problem, man muss sie nur alle treffen. Das ist das größere Problem. Luchsstulpen, okay. Kein Anspruch darauf, okay. So, einmal mitkommen bitte. Einmal mitkommen bitte. Und einmal mitkommen bitte. Ja, kommt ihr jetzt? Na bitte. Und weiter. Einfach mal feste draufhauen. Na, oh, da hat sich einer ausgebuddelt. Fiese Geschichte. Jetzt brauche ich noch jeweils einen. Und das ist jetzt nicht schwierig. Ey, Wahnsinn, es ist so einfach mit denen. Also absolut null Herausforderung. Außer dieses große Vieh bisher. Dieser Basilisk, aber die sind immer, das ist immer recht schwierig. Also da habe ich auch damit gerechnet, dass der nicht so ganz einfach ist. So. Geht doch. Wunderbar. Dann weiter zu dem Typen, den ich da fertig machen muss. Hier lang. Zum Schildemitter. Und Erfister töten. Ja, sollten wir schaffen. Schau mal, da ist er eh schon. Du kannst nicht so viel schwieriger sein als die anderen. Bist auch nicht. So. Hey, hört auf, euch einzubuddeln. Das ist unglaublich gemein. So, war es auch nur bedingt schwierig, der Typ. Und dann laufen wir jetzt mal hier in der Richtung weiter. Weil irgendwo hier drüben
Genau, das sind nämlich die nächsten Gegnertypen dann. Und irgendwer verfolgt mich da gerade schon wieder, warum auch immer. Ah ja. Was seid ihr? Geistertypen? Weniger hüpfen, mehr kämpfen. Und jawohl, weiter. What the heck? Ach, das war diese super geniale Attacke. Du bist fertig, oder? Ja. Ja, wunderbar. Wie viel habe ich jetzt von denen? Nur zwei. Ah, schlechte Ausbeute. Mitkommen. Mitkommen. So. Danke für die Heilung. Angsthase. Ah, Mann, ich hasse Gegner, die abhauen. Das finde ich einfach nicht toll. So. Mitkommen. Mitkommen. Ja, danke für die Heilung. Na, du bist noch nicht tot. Warum das denn? Jetzt aber. Und der andere hat mir gerade kein Schildemitter-Fragment gegeben. Finde ich nicht nett. Mitkommen. Mitkommen. So. Und weiter geht's. Ja, paff. So, schön. Jetzt braucht's noch einen von denen. Nehmen wir den hier. Kann nicht so schwer sein. Und nicht abhauen, ey, wie ich das hasse, wenn Gegner abhauen. Und dann hat der jetzt nicht mal so ein blödes Fragment hergegeben. Nicht nur ein Feigling, sondern auch unwichtig in der Hierarchie oder wie auch immer. Ah, okay, da habe ich jetzt aus Versehen noch zwei angelockt. Jetzt, wo ich fertig mit der Quest bin.
Das war's. Ja, wunderschön. Dann reiten wir zurück ins Lager. Da kann ich dann die Quests abgeben. Ja, nicht wundern. Das mache ich öfter mal, dass ich einfach irgendwie plötzlich anfange, so Melodien vor mir hin zu sagen. Keine Ahnung. So. Fortdauernde Wut. Ich weiß nicht, wie wir das, was diese dreifach verfluchten Argonen hier angerichtet haben, je wieder loswerden. Danke für eure Hilfe. Ich helfe doch gerne. Braucht ihr Hilfe? Schildfragmente. Danke, jetzt muss ich herausfinden, wie sie funktionieren. Es ist eine Ehre, euch zu dienen. Okay. Für die Föderation. Wendigo-Gräuel. Danke, Kavatar. Ich werde jemanden hinschicken, um dort aufzuräumen. Habe ich das nicht schon? Hm. Egal. Wendigo-Vectigo. Was habt ihr bei ihm gefunden? Hey, das sind keine Befehle. Nein, das ist Haut. Haut, das ist ja schrecklich. Wirklich schrecklich ist ihr Zustand, sie ist ja ganz zerfallen. Dann war er bereits tot, als ihr ihn ausgeschaltet habt. Es ist eine Ehre, euch zu dienen. Okay. Jetzt ist es ruhig hier, danke. Ja, passt schon. So, wunderbar. Dann auf zum Pfadfinderposten. Und da ich gerade schon wieder sehe, dass die Folge fast eine gute Stunde geht, werde ich jetzt, genau, da oben dafür sorgen, dass ich mich da mal auslogge. Oder auslogge, zumindest mal die Aufnahme beenden. Obwohl, ich werde mich auch ausloggen, weil jetzt bin ich ja doch schon über eine Stunde wach und jetzt kriege ich auch langsam Hunger. Also Frühstücken ist mal angesagt. Und danach habe ich auch noch andere Spiele, die gespielt werden wollen, namentlich Watch Dogs. Aber es ist auch gerade noch völlig egal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gerade völlig in der falschen Richtung unterwegs bin. Kann das sein? Oh, verdammt. Ich hätte auf die andere Seite von den Hügeln müssen. Ja, wunderbar. Schauen wir mal, ob ich da irgendwie rüberkomme. Da könnte unter Umständen sowas wie ein Weg sein. Nee, ist aber nicht. Ich habe mich verritten. Nein. Das muss jetzt nicht sein, oder? Kurz mal schauen, ob ich hier irgendwie anderweitig hinkomme. Ja, aber ein bisschen Umweg. Geh weg. Ja, wunderbar. Dann reiten wir halt so rum dahin. Ist mir jetzt auch egal. Genau. Nee, richtig. Frühstücken und so. Finde ich eigentlich doch ganz toll. Mache ich unter der Woche eigentlich nie. Aber an so freien Tagen, Wochenende, Feiertage, sowas in der Richtung, da mache ich das sehr gern. Und ausgiebig. Und jetzt ist es dann tatsächlich soweit, dass ich halt mal Hunger bekomme. Und ja. Ich schaue mir jetzt hier in der Zwischenzeit noch hier die Gegend an. Schaut ziemlich cool aus. Muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Sehr düster, aber doch sehr cool. Mit ziemlich kranken Viechern irgendwie. So, hier muss es jetzt irgendwo mal eine Abzweigung geben. Da ist sie.
dann halt über den Pass in den Pfadfinder-Außenposten. Alles nur, weil ich zu doof war, vorher mal auf die Karte zu schauen. Ich schieb das jetzt einfach mal auf meine Müdigkeit. Hä? Nein, nicht schon wieder ruckeln. Hallo? Was los? Nein. Hör auf. Was war das denn jetzt schon wieder? Vielleicht doch mal einen Grafiktreiber updaten. Nicht, dass es was mit dem zu tun hat. Glaube ich zwar nicht, aber man weiß es nicht. Also ich weiß es jetzt gerade zumindest nicht. Ach, das ist die Stadt, wo ich schon mal war. Die heißt Pfadfinder-Ausposten. Okay, ja, cool. So. Und hier bin ich jetzt bei Verge, beim Valkyon Angriffshauptmann. Könnte hier meine tolle Hauptquest abgeben, tue ich aber noch nicht. Das spare ich mir für die nächste Folge. Und genau. Damit haben wir wieder eine Stunde Terra hinter uns gebracht und freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt mir, wie es war, ob ich zu müde war, zu verplant, also noch verplanter als in den ersten beiden Folgen. Lasst einen Daumen da oder kommentiert oder was auch immer. Konstruktive Kritik ist auch immer sehr gern gesehen. Ja. Damit werde ich mir jetzt erstmal Frühstück machen und danach mal Watch Dogs zocken, irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, werde mich hier mal ausloggen. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wiederschauen. Ciao, ciao.